Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Die liebe Sandra Studer schreibt, das Buch habe ich gelesen, ich bin begeistert und hoffe von Herzen, dass ich auch zu den Menschen gehören darf, die geheilt werden. Könntest du eventuell auch über ein Video über Artemisia machen? Mein Mann und ich sind begeistert von deinen Videos und deinem Wissen. Wir haben den Kanal abonniert. Mach weiter so. Liebe Grüße, Sandra. Hallo liebe Sandra, hallo alle, die zuschauen. Heute das Video über Artemisia. Stell dir vor, du hättest Malaria und es gibt eine Pflanze, die wirksam dagegen ist, ohne Chemie und ohne Nebenwirkungen. Diese Pflanze gibt es, und zwar der einjährige Beifuß mit dem Wirkstoff Artemisin Annua. Wie funktioniert das Ganze? In den Malaria-Erregern, die im Körper sind, befindet sich eine hohe Konzentration Eisen. Kommt jetzt dieses Artemisinin mit dem Eisen in Kontakt, kommt es zu einer chemischen Reaktion. Es entstehen freie Radikale und die greifen die Malaria-Erreger an und vernichten sie. Aber nicht nur Malaria kann damit bekämpft werden, sondern auch Krebs. Das Deutsche Krebsforschungszentrum und Wissenschaftler der Universität Heidelberg haben herausgefunden, dass der einjährige Beifuß Tumorzellen abtöten kann. Eine Studie, die ich euch auch unten verlinke, belegt, dass Artemisinin gemischt mit Eisen während eines Versuchs 98% aller im Test bereitgestellten Krebszellen zerstörte. Bei der Gabe von Artemisinin ohne Eisen wurden nur 28% aller Krebszellen getötet. Durch die Zugabe von Eisen kann das Artemisinin unterscheiden zwischen kranken und gesunden Zellen. Das heißt, Artemisinin wirkt auf Krebszellen giftig, aber fügt den gesunden Zellen keinen Schaden zu. Die gesunden Zellen bleiben gesund. Den einjährigen Beifuß kann man als getrocknetes Kraut in Apotheken beziehen oder im Fachhandel als Saatgut und im Garten selber anpflanzen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Antikrebsmittel ihr noch so kennt und ob ihr Verwandte kennt, die schon mal den Krebs besiegt haben. Würde mich sehr interessieren, freue mich auf ein Abo und ein Like, teilt das Video und wir sehen uns im nächsten wieder. Alles Gute, ciao!